Also wir sind Kollegen von Teichmann Rieser. Das liegt mitten in Sachsen in Ostdeutschland. Wir streiken halt für die Lohnentgleichung Ost-West. Und wir streiken momentan für eine Lohnerhöhung, weil momentan die meisten von uns sind knapp über Mindestlohn. Und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen streiken wir. Wir sind jetzt mittlerweile in der fünften Woche. In der fünften Streikwoche. Wir sind mit unserem Angebot von 2,36 Euro schon zurückgegangen auf 2 Euro. 1 Euro sofort im ersten Jahr. Über den zweiten Euro lässt sich noch verhandeln. Aber die Arbeitgeberseite blockt komplett ab, bietet nur 1,20 Euro und rückt von ihrem Angebot überhaupt gar nicht ab. Und so, letzter Stand ist sogar, die haben ihr Angebot sogar zurückgenommen. Zurückgezogen und nur streiken wir halt weiter. Uns bleibt natürlich alles übrig, weil wir brauchen die höheren Löhne. Ihr wisst deshalb, worum es geht. Und wie läuft euer Streik gerade? Wie ist die Stimmung? Also wir haben, die Stimmung ist gut. Zusammenhalt ist gut. Zusammenhaltung ist sehr gut. Wie gesagt, unsere Gewerkschaft, die NGG, unterstützt uns massiv in dem, was wir tun und was wir fordern. Also nicht die NGG fordert das, sondern wir fordern das. Die Arbeiter des Werkes fordern das. Das wird immer falsch dargestellt, als ob das die NGG fordert. Das ist aber nicht so. Die unterstützt uns nur in unserem Kampf, weil wir fordern das. Ne? Das ist der Hauptkern eigentlich. Ne? Und wie kann man euch unterstützen? Ich meine, heute waren ja schon viele Leute da auf der Kundgebung, aber genau, wie kann es weitergehen? Wie kann man euch unterstützen? Unterstützung ist, dass es ganz viele Leute auch aus dem Westen eigentlich nur erfahren. Über die Medien. Über die Medien. Das ist die größte Unterstützung, die wir haben können, die wir bekommen können. Das würde uns schon erstmal reichen. Das ist schon viel, wenn das überall publik wird. Das betrifft nicht nur uns im Osten, das sind viele, viele andere auch im Osten. Und es wurde auch schon gesagt, auch im Westen. Also das ist eigentlich das Problem. Wir brauchen Medien, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, was uns hilft. Ja. Genau. Vielen Dank. Bitte schön. Bitte schön.